Wenn man schon eine Sommerreise nach Frankreich macht, dann sollte man unbedingt auch Nancy besuchen. Hier gibt's den schönsten Platz Frankreichs, Europas, wahrscheinlich den schönsten Platz der Welt. Also auf zu einem Spaziergang durch Nancy! Nancy liegt in Lothringen ganz in der Nähe von Straßburg. In Nancy gibt's nicht nur den Place Stanislas, der weltberühmt ist. Die Stadt ist einfach entzückend. Und natürlich schon seit Mitte der 80er Jahre Weltkulturerbe. Das sollte man alles hier gesehen haben. Also dieser Platz ist am Tage, es ist also wie gemalt. Bei strahlendem Sonnenschein ist ja nun jeder Platz nahezu wunderschön. Dieser besonders. Aber wie der abends aussieht und dann gibt's noch jeden Abend in der Saison eine Lichtshow, das zeigen wir euch auch noch in diesem Video. Stadt der goldenen Tore. Man sieht es an jeder Ecke. Aber Nancy ist mehr als nur dieser einzige Platz und drumherum. Nancy hat viel mehr zu bieten. Also Belle Époque lebt hier quasi. Die schöne Epoche ist gegenwärtig. Die Historie der Stadt Nancy lebt davon, dass die Künstler sich hierher zurückgezogen haben. Daraus entstand ein ganz besonderer Flair des Jugendstils. Viele Elemente der Natur aus der Umgebung, also aus Lothringen, wurden hier verwendet. So, jetzt aber mal Kunst sein lassen und hin zum Kulinarischen. In Nancy sollte man unbedingt eine Quiche Lorraine probiert haben. Das ist dieser herzhafte Kuchen mit Käse und Speck. Also ab ins Restaurant und einfach mal fühlen wie Gott in Frankreich. Eines der vielen Wahrzeichen sehen wir gerade hier. Porte de la Caf. Naja, und wenn's dann in der Stadt ein bisschen zu viel wird, ab in diesen herrlichen Park. Das ist der Parc de la Pépinière. Unbedingt sollte man den gesehen haben. Und viele von euch sind schon gespannt darauf, wo habt ihr eigentlich gestanden mit eurem Pössl? Naja, hier, direkt am Hafen in Nancy. 10 Gehminuten von diesem sagenhaften Platz und von der historischen Altstadt entfernt. Toller, einfacher Platz. Naja, gut an der Straße, etwas lauter als ein ruhiger Platz im Wald, klar. Aber dafür sehr zentral und sehr zu empfehlen. Alle Informationen zu Nancy, dem Wohnmobilstellplatz, gibt es wie immer in der Videobeschreibung.
So, ihr Romantiker, und ich hoffe, ihr seid es. Wer immer von euch gerade vorhat, einen Heiratsantrag zu machen, ich würde ihn hier machen. Auf jeden Fall. Abends ist der Platz hier in Nancy wirklich der schönste Platz der Welt. Und zur Krönung gibt's dann jeden Abend in der Saison eine Lightshow. Die ist spektakulär. Alle Gebäude des Platzes sind hier eingebunden. Wir zeigen hier gerade nur das Rathaus. Und naja, macht euch selbst mal einen Eindruck. Klasse, oder? Dieses ganze Szenario wird jedes Jahr neu entwickelt. Das heißt, wann immer ihr dahin kommt, ihr seht wahrscheinlich immer was Neues. Hier ist übrigens nichts getürkt und getrickst. Das sind die originalen Videoaufnahmen aus Nancy. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich eine Idee davon, wie genial das sein muss, wenn man dort auf dem Platz steht mit dieser Show. Spektakulär. Das, liebe Freunde, war Nancy und es geht noch spektakulärer. Wartet es ab. Einfach den Kanal abonnieren, dieses Video liken und die Glocke anmachen. Und bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoch auf den Gipfel, wie immer, immer rauf, immer rauf.